Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Video. Ja, heute ist es mal endlich wieder soweit. Trotz dieser Hitze draußen werde ich meine Haare färben, tönen, wie auch immer. Und diesmal was ganz, ganz, ganz anderes. Nicht einfach hier komplett in einer anderen Farbe. Ich habe euch, wer mir bei Insta folgt, der weiß es. Wenn nicht, dürft ihr mir dort gerne folgen. Ich blende es euch hier ein, wie ich dort heiße. Die haben es schon gesehen. Ich habe meine Haare ein wenig aufgehellt, damit wir das Ganze überhaupt machen können. Dies ist keine Produktplatzierung oder so, also ich bekomme kein Geld dafür, deswegen blende ich kurz trotzdem Werbung ein. Und zwar habe ich hier eine Haartönung Haarfarbe von L'Oreal Cola Vista, den nehme ich her. Und zwar ist das einmal diese Farbe hier. Ich hoffe, ihr erkennt das. Ja, und die werden wir heute machen. Aber nicht komplett, sondern ab hier ungefähr. Und ich bin gespannt, wie es wird. Ich hoffe, ich kriege das so hin. Und ich würde sagen, let's go! So ihr Lieben, ich habe mir jetzt erstmal schnell noch ein uralt T-Shirt hier angezogen und ein Handtuch, ein altes, denn die Farbe wird, denke ich, werde nicht mehr so einfach rausgehen. Und dann würde ich sagen, können wir jetzt starten. Die Haare werden einmal hier geteilt, dass ich hier vorne die habe, jeweils eine Seite hier und eine Seite hier. Dann natürlich die Handschuhe. Was cool ist, das sind zwei Paar dabei. Denn ich denke mal, wir werden nicht komplett alles verbrauchen, können das dann nochmal nutzen. Das ist die Tube. Und da ist schon alles gemischt. Das heißt, man muss nicht mal was mischen, was ich sehr, sehr gut finde. Dann würde ich sagen, dann können wir direkt anfangen. Okay, ich bin ein bisschen schockiert, denn das ist absolut schwarz. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es aussehen wird. Okay, jetzt sieht man schon ein bisschen besser, die Farbe. Ja, ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal an. So, was jetzt extra draufsteht auf der Beschreibung, in der Verpackung, ist, wenn ihr nur die Hälfte macht, dass ihr das nehmt und dann nach oben zieht für den Übergang, damit der auch gut wird. Und genauso hier auf der Seite. So sieht das Ganze dann aus. Das lasse ich jetzt 20 Minuten einwirken und dann bin ich gespannt, wie das Endergebnis wird. Dann wasche ich es raus und dann zeige ich euch das Ergebnis. So ihr Lieben, da bin ich wieder. Haare sind ausgewaschen, ein wenig geklättet. Da die jetzt so buff sind, das sind meine Haare, also liegt jetzt nicht an der Farbe. Ist immer so nach dem Waschen. Und ja, ich bin eigentlich ganz zufrieden. Ich zeige euch das jetzt mal hier. Bisschen näher. Ja, was haltet ihr denn von dem Ergebnis? Hier zeige ich es euch nochmal. Bisschen besser. Genau. Schreibt es mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und ja, ich bin zufrieden eigentlich. Ist mal was anderes vor allem. Und mir gefällt's. Ja, wenn ihr nochmal so ein Video mit einer anderen Farbe sehen wollt, dann schreibt mir das nochmal in die Kommentare. Und übrigens bleibt das so ungefähr 20 Haarwäschen. Steht zumindest auf der Verpackung. Meistens bleibt es ein bisschen länger. Und dann würde ich sagen, die Tube ist noch halb voll, das heißt, ich kann es nochmal nachfärben. Man kann natürlich auch komplett die Haare damit machen, aber das wollte ich jetzt nicht. Das wäre, glaube ich, zu viel geworden. Und ja, und damit würde ich mich verabschieden. Wir sehen uns auf jeden Fall bei dem nächsten Video. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.